Das ist Friede, Freude, Smartphone und der Tablet-Kurs. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie hier auf Ihrem Tablet fernsehen können. Auch dazu brauche ich natürlich eine App, deswegen öffne ich als erstes den Play Store. Und hier im Play Store möchte ich die App eines Fernsehsenders herunterladen. Ich nehme heute mal die ARD. ARD. Und das hier ist die App der ARD, die heißt ARD Mediathek. Nicht verwechseln mit ARD Plus, das ist der Streaming-Service der ARD und der kostet Geld. Ich möchte die ARD Mediathek und tippe hier auf Installieren. Die ARD nutzt Geoblocking und kann eigentlich nur in Deutschland geschaut werden. Wenn Sie nicht wissen, was Geoblocking ist, das habe ich in meinem Lexikon erklärt und unten finden Sie den Link dazu. Damit ist die App hier installiert und ich tippe auf Öffnen. Wenn ich mich hier anmelde, dann könnte ich mir Merklisten erstellen. Ich könnte die Alterssperre aufheben, das heißt, Filme, die nur über 18 sind, kann man erst ab 20 Uhr schauen. Ich könnte über die Anmeldung auf anderen Geräten weiterschauen und ich würde persönliche Empfehlungen bekommen. Das möchte ich jetzt gerade nicht machen. Ich tippe also auf Jetzt nicht und damit geht es auch schon los. Hier unten ist ein Menü und ich springe jetzt hier zum letzten Punkt. Das sind nämlich die Sender und hier in der App ARD finde ich nicht nur ARD, ich finde auch noch alle anderen Sendeanstalten und auch Arte oder Kika. Hier der zweite Punkt in meinem Menü, das sind Rubriken. Hier sind nochmal alle Filme und Sendungen in Rubriken unterteilt. Das macht die Suche etwas leichter. Der nächste Punkt hier ist Live, da tippe ich jetzt mir nicht drauf, weil dann startet gleich das Live-Programm. Ich habe hier noch Programm. Hier wird das Programm angezeigt. Ich könnte hier nach bestimmten Tagen oder Uhrzeiten suchen. Und ich finde hier nicht nur das Programm der ARD, ich finde auch das Programm der anderen Sender hier innerhalb der ARD. Ich möchte jetzt nach einer Sendung suchen. Dafür nutze ich hier die Lupe und jetzt nehme ich hier das Mikrofon, die Sendung mit der Maus und damit werden mir alle Videos, die zur Sendung mit der Maus hier verfügbar sind, angezeigt. Um ein Video zu starten, tippe ich einfach drauf. Ich tippe hier gleich nochmal, damit es wieder stoppt. Hier auf dem Video finde ich die üblichen Symbole. Also hier mit dem blauen Punkt kann ich mich innerhalb des Videos bewegen. Hier unten wird mir angezeigt, wo im Video ich mich befinde und wie viel noch zu sehen ist. Ich kann hier 10 Sekunden vor- oder zurückspringen. Hier unten habe ich 3 Punkte, hier tippe ich mal drauf. Hier gibt es noch Einstellungen, ich tippe hier auf Einstellungen. Hier könnte ich die Qualität oder die Geschwindigkeit noch einstellen und ich kann hier an- oder ausstellen, ob ich automatische Empfehlungen möchte. Ich lasse das alles so und mit dem X kann ich es wieder schließen. Das ist das Symbol für voller Bildschirm. Das heißt, wenn ich hier drauf tippe, dann wird das Video über den ganzen Bildschirm hier angezeigt und so geht es wieder zurück. Hier oben dieses Symbol, das heißt die App verkleinern. Das heißt, wenn ich hier drauf tippe, dann wird diese App verkleinert und ich sehe im Hintergrund, was ich als letztes benutzt habe. Ich tippe nochmal drauf. Mit diesen Pfeilen mache ich das Ganze wieder rückgängig. Und hier ganz rechts oben in der Ecke, damit könnte ich mir das Video auch auf dem Fernseher anschauen. Hier unten gibt es auch noch ein paar Symbole. Hier gibt es zum einen Merken. Damit habe ich dieses Video meiner Merkliste hinzugefügt. Hier gibt es noch Teilen. Auch hier tippe ich einmal kurz drauf. Jetzt wird ein Link erstellt und diesen Link könnte ich jetzt zum Beispiel über eine E-Mail hier mit Gmail an jemanden senden. Das möchte ich jetzt nicht tun. Ich tippe nochmal daneben. Hier in der Mitte findet man Herunterladen. Das ist allerdings grau. Das heißt, dieses Video kann ich nicht herunterladen. Wo finde ich meine Merkliste? Dafür gehe ich hier links oben zurück. Ja, den Kinderbereich möchte ich verlassen und noch einmal zurück. Und jetzt habe ich hier links oben dieses Symbol, das ist das Kontosymbol. Hier tippe ich mal drauf und hier finde ich jetzt meine Merkliste. Hier gibt es noch ein Zahnrad, auch hier tippe ich mal drauf. Das sind die Einstellungen, die ich hier vornehmen kann. Hier kann ich vor allem auch meinen Suchverlauf und hier den allgemeinen Verlauf löschen. Hier links oben geht es zurück und noch einmal zurück. Das war's für heute. Nicht vergessen, abonnieren und wieder reinschauen. Tschüss!